So, Freunde, willkommen. Neuer Sieg startet gleich. Wir sind immer noch G3, auch wenn wir letztens verloren haben oder zweiter waren. Okay. Wir haben diesmal Dystopian Zone. Was haben wir da? Gott, der V8 kann man sein wieder mit Orion hier. Schlimm. Okay, Molon, Burner, Riley. Interessant, was haben wir da? Okay. Ja, irgendwie kinky, so random-mäßig. Tiara Orion, ha? Okay, dann was für Poseidon. Gott. Pontos, Vigor, Odin. Oha, hey. Ich hoffe, dass ich meinen Karnel bringen kann. Ich habe Karnel gebaut und so, hey. Na gut, was haben wir? Wo ist er? 10, 2, Yellow. 10, 2, Yellow. Chuck. Okay. Also Molon, Rakan, Molly. Mit Galleon, Poseidon. Und Tiana. Ich glaube, ich scheiße, aber wir nehmen Attack Lead. Wollte ich schon sagen, Accuracy. Aber nein, Attack Lead, ja, weil. Aus offensichtlichen Gründen. Der Hintergrund schon finde ich mega cool aus. Hey, dieses schneemäßige. Okay, danke, Galleon. So, wenn du jetzt auch noch alles reduced, Poseidon. Okay. Dann ballert unsere Crit Damage Tiana rein. Und Poseidon crittet leider nicht. Ist halt nervig. So, Death Break natürlich nicht. Oh Mann. Ja, und sie ist wieder voll, hey. Ich hätte heute fast verloren, hey. Mit dem Team, ja. Volle HP gegen den Molly, hey. Fast verloren. Aber gut, diesmal nicht. Wunderbar, hey. Erster Win, erster Sieg. Immer ganz wichtig, hey. Ne? Gut, nächster Kollege. Molon, Fuki und Molly. Ja, mit meiner Fatal Tiara. Chasun, der. Die oder S hat so schlechte Runen, aber hey. Und mein Wasserbärchen. Ja, weil letztens so ein bisschen Diskussion war halt, ne? Weil ich da gegen. Ja, Molon. Was war es irgendwie noch? Molly mit Sierra Chasun verloren habe. Ja, stimmt schon irgendwie. Ich habe mein Wasserbär hat minus Wind Damage. Ist. Wäre wahrscheinlich wirklich besser, wenn ich minus Wasser Damage hätte, weil Molon wirklich der fette Nuker ist, ja. Leider habe ich halt. Kein wirkliches Minus-Wasser-Dings für meinen Wasserbären. So, dass du jetzt halt jetzt kein Reckless geused hast, das ist irgendwie scheiße, ne? Okay, für den Fall. Okay, Molly glänzt sicher. Ja, ich hasse die AI von Molly hier. Na gut. Wäre cool gewesen, wenn wir den Dot nicht gelandet hätten, aber. So, eher Reckless. Double Shield, ha? Huh? Gut, war eh klar, dass er Vioproc Defense Break into Vioproc. Kommt zurück mit 30k. So. Detonaten tun wir dabei nicht, weil kein Attack Buff leider. Ne? So, du machst Defense Buff. Proc jetzt nicht, Molly. Du glänzt wieder hier. Du könntest. Wollte ich gerade sagen, du könntest procken. So. Selbe Spiel wie letztes Mal, aber diesmal glaube ich. Warte mal, wieder Passive Ready. Pass auf, wir machen sowas, wir detonaten immer noch nicht. Wir heilen hoch. Na komm. Ja, scheißegal, ja. Ich weiß gar nicht, Attack Buff Bombe. Okay, Attack Plus, das war Attack Buff Bombe, sehr gut. Oh, ein Resist. Na, macht ja nichts, okay. Passive hat man nicht ready gehabt, Tim. Kein Plan, wie lange das Ding cooldown hat, aber ist schon wurscht. Ja, muss ich wirklich schauen. Ich bin eh gerade am Farmen. Also, ja, ich glaube wirklich halt. Irgendwie halt Savannah oder. Okay, ich hätte gerade Bombe usen sollen, egal. Oder auch nicht, weil ich keine Tech Buff hatte. Savannah ist, glaube ich, eh nicht so. Musste meine Tech Buff strippen, ha? Huh? Wie killen wir dich denn, ja?
Ich hasse die. Die AI von ihr ist so dumm einfach. Sie glänzt halt einfach, wenn sie. Oder sobald irgendwas zwei Debuffs hat. Ja, volle HP, wurscht. Zwei Debuffs. So. Wird der Donate noch nicht. Weil das wird wahrscheinlich nicht ganz reichen. Jupp, bitte verfehl jetzt nicht. Oh mein Gott. Ey. Kann man killen? Jasun? Okay. Todesbutterfly des Todes hat gecrittet. Na gut, ich mache jetzt so ein Pontus, Vigor, Odin. Hier mit Windpanda, Jungpung und Rina. Ehrlich, warum bist du nicht. Nein, ist ja wurscht hier. Rina? Das Ding ist halt. Die Defense schaut irgendwie cool aus, ja, aber. Ich sag es einfach mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich was kann, also. Du hast eigentlich. Ja, du brauchst einfach nur einen Wassertank bringen, ja. Odin hat keine Tech-Buff. Nice Strips hier. Ja. Na, wenigstens Glancing auf Odin, ne? Okay. Sayonara Odin hier. Ja. Ja. Chill. Oh. Hat gut mein Handy geläutet hier. Das war mal wieder Gerd. So, pass auf. Wir machen immer noch nichts. Und dann gewinnen wir und dann rufen wir Gerd zurück. So. Ach komm, wir machen einen zweiten Skill hier. Für AOE Defense Break, ne? Spaß. Ich weiß, mein John. Mein John Pung hat irgendwie null Accuracy. Ich glaube 30 oder so oder 40, keine Ahnung. Zu wenig auf jeden Fall. So, lohnt eh nichts machen. Death Break, okay. Die Defense halt wirklich, also. Wäre zwar schön, wenn irgendwas mit Odin funktionieren würde, aber. Oh mein Gott. Okay, die Defense ist einfach nur dafür, damit zu nerven, ja. Mal Strip. Oh, nicht schlecht. Du könntest mal Bio-Blocken, Johnny, hier. Ja, aber jetzt bist du wieder gesilenced hier. Ich habe noch kein einziges Mal dritten Skill gemacht, hier. Na gut. So, nur noch Vigo über. Kein Defense Break. Dankeschön. Glänzt sich natürlich wieder selbst, ne? Ist ja nicht so. Und wieder kein Defense Break. Na, wir machen einen zweiten Skill. Wer könnte mal Bio-Pocken? Ja, okay. Sehr gut, wir haben nicht ein einziges Mal den dritten Skill von Jungpung in dem Fight genutzt, aber. Brauchen wir scheinbar auch nicht. Na gut, ich mache noch so einen mit Pontus, Vigor, Odin. Ja, das Team ist eigentlich komplett scheiße, was ich da. Aber ich möchte unbedingt meinen Kanal usen. So sieht er aus. Ja, ich muss sagen, ich bin da recht zufrieden damit. Also HP-mäßig, Defense, Speed, Accuracy ganz gut. Ja, ein bisschen Resistance. Bio-Will. Ja, Artefakt halt irgendwie Damage-mäßig. Was halt irgendwie so ging hier auf Accuracy, noch mehr Accuracy, vor allem am dritten halt, ne? Haben wir 74 Accuracy am dritten Skill. Ja, mein Belial jetzt auf Rage. Zwecks Giants und so. Und ja, Riley halt. Keine Ahnung, Riley OP, Attack Buff und so. Und ja, ist halt ein bisschen Fail. Pontus halt Immunity, ne? Oder auch nicht. Okay, machen wir zweiten Skill auf Pontus. So, dann machen wir dritten Skill. Dann macht man gar nichts. So. Jawohl. Okay, der Scheiß Vigo. Ach komm. Pontus. Na gut, so, was machst du? Irgendwas Vernünftiges? Absolut gar nichts gemacht. Sehr gut. Bin stolz auf dich. So. Ja. Demon wird jetzt eh sterben. Ja, komm, wir glänzen den Death Break hier. Wozu aufheben hier? So, tschüss, Demon. Okay, Provoke into Bioproc, zweiten Skill. Okay. Oha, scheiß Bastard, critted. Oh.
Chill. Chill, 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 chill. So. Drei Runden Defense Break, hä? Wer macht sowas? So, mach irgendwas Vernünftiges, hä? Naja. So, wir machen den. Cleanse den. Heal Block, okay. Ja, da ist er wieder, macht er nichts. So, zweiten Skill auf Odin. Odin down. Odin back. Provoke. Okay, leider Heal Block oben, aber. Kann nichts machen, ne? 17k, hey. Provoke. Ein scheiß Vigor, ey. Der zweite Skill von Riley ist halt wirklich so ein bisschen, ich weiß nicht, halt, ne? Schade, dass er kein Kleins hat. Oh, nice. So, komm hier, critte den scheiß Vigor. Alter, alter, alter. Okay, reduce attack buff von Odin. Jesus, hier. Ja. Keine Ahnung wozu. Oh, nice. Also ein bisschen gerade, keine Ahnung, das dauert mir irgendwie zu lang gerade. Provoke, okay. Keine Ahnung, ich spiele mich da schon wieder unnötig, hä? Und der blockt doch andauernd, hier, das ist scheiße. Fuck, was machen wir jetzt hier? Zweiten oder dritten Skill hier? Ja, komm, oder? Wir kommen vorher dran, oder? Alter, hör auf, hey. Oh, der hat keinen. Ich meine, okay, der Vigor. Ich schwör, lass den Odin jetzt nicht procken. Das Problem ist irgendwie, glaube ich, dass der Odin uns trotzdem irgendwie outspeedet, hä? Okay, wir kamen. Oh mein Gott, hä? Ich schwör, ich habe gerade einen Pull. Ich kann nicht verlieren gegen so eine Drecks-Defense, hä? Oh mein Gott, hä? Karnel rettet mich hier mit seinen 18.000 Bioproxy. Oh mein Gott, das war absolut. Ja. Reden wir nicht drüber. Aber. Karnel, okay? Na gut, Jay, Carcano, Molly, Vigor. Ich weiß zwar nicht warum. Weil die stehen auf dem 5-Star Tower, aber okay. Soll es dann nehmen, halt irgendwie auch nicht Force. Ich habe irgendwie so überlegt, ich würde irgendwie so gerne Alicia bringen, aber. Ach, keine Ahnung. Alicia ist halt nicht Poseidon, okay? Also. Auf geht's. In der Hoffnung, dass die irgendwie droppen. Wir outspeeden, obwohl die ihn speedet haben. So, Fokus mal irgendwie Vigor. Okay, nice Defense Break. Ich hoffe, wir können gleich finishen. Sollte möglich sein. Okay, wir critten zumindest einmal. Irgendein 40k Crit. Hey. So, Sniper. Okay, gehen wir irgendwie trotzdem Sniper. Who cares? Deleted, hä? Oh man, nicht mal Deathbreak gelandet, ne? Und der war in seiner Pose. Ich glaube, haben wir überhaupt einige glanced, hä? Sniper glancing, Molly glancing. Alles wurscht, hä? Okay, nice. Okay, nicht nice, dass der gerade Bibi-Bib macht, aber wurscht, hä? Gut, der hier, Ciara, Clara und. Beast Riderin halt nachschauen. Ne? So, Team kennt er eh, weil. Ja, ich das irgendwie in jeden Seed springe. Du verdammtes Dreckstück hier. Ich hasse das hier. Okay, wenigstens den Stun Resisted. Das ist immer scheiße, wenn die Leo fokussen, weil der Deathbreak oben ist. Ne? So, wir fokussen allerdings Ciara. So, Damage auf die Beast Riderin, dass wir die irgendwie dismounten. So, an Triple Stun, okay, lass Beast Rider dismounten. Sehr gut, Ciara. Achso, Fahrt, ist alles schon so GG, hä?
Kommen Sie, Yara. Kill mein Fairy King. Triple Kill. Sage ich ja. Naja. Okay, wo cool hier. Sniper. Ah, scheiße. Perna und Taran ist hier. Ah, da dachte ich irgendwie gerade Mage und Demon. Aber Mage kann ich Mage und Demon bringen, denke ich, ein bisschen Selbstmord hier. Na gut, dann scheiß am Mage, ha? Huh? Irgendwie. Sowas. Warum nicht, aber. Den haben wir eh nicht. Okay, mach mal Resistance Lead hier. Also, Desarion. Sind das meine Savannah-Runen? Kommen die Runen da her? Ich glaube, das sind meine Savannah-Runen. Deswegen verliert man das Savannah, oder? Muss ich echt schauen. Ja, okay. So, Demon. Ja, Demon ist tanky auf Vampire und so. Mit Skill-Ups. So, habe ich einmal gezeigt? Ich weiß es nicht mehr. Gut, los geht's. Was fokussiert man denn irgendwie first, ha? Huh? Burner? Natürlich scheiße, dass man... Oh Mann, hier. Tschüss. Nein, hör auf. Hier. Okay, Chuck. Oblivion auf dich. Können wir Deathbreak landen? Wahrscheinlich nicht, oder? Können wir sogar. Oh, uncool. Okay, wir heilen hoch. Ja, leider waren wir provoked, ne? Autsch. So. Jo, stirb hier. Okay, nice. Kann auch nicht wiederbelebt werden. So, Defense Break. Und GG. Naja, Demon gar nicht so useless, ha? Huh? Oh nice, wir haben Race gewonnen hier. Gut, Ciara, Iris, Belenus, ihr kennt das Team eh. Ich hoffe. Ah, die Ciara ist sicher keine. Ciara ist sicher keine Illusion Trap, vielleicht die Iris, wobei ich da auch nicht irgendwie glaube. Ja, jupp. Hast du noch überlebt, Belonius, ha? Huh? Aber. Gutes Bale of Willis, ja. Okay, Windpanda, Sean, Juno mit Odin, Bastet und Kali. Ja, ich denke mal, dass da nichts schief gehen sollte, könnte, whatever. Bleiben wir irgendwie bei der Swift, Bastet ist eh wurscht. Außer natürlich meine 65% Crit Rate plus 33% Crit Rate Lead. Kali entscheidet sich wieder mal dazu, nicht zu critten. Wir fokussen nämlich Juno, okay. Und. Ja, gib mal Pelidon. Scheiße, egal, okay. Bioproc. Pendo Fokus sowieso, Bastet. Buffen mit Kali, dritten Skill, wieder 5 Stacks. Defense Ignore. Und weg ist der Wind Pendo, ne? Na gut, und der letzte hier. Zenobia, Triana, Shiner mit Harmonia als HP Lead. Wurde er gebufft, ne? Hat einen besseren HP Lead als Kack-Trozar. Jügel. Jo, was ist das für ein Skogel hier? Hm. Keine Ahnung, hier. Habe ich mir den falschen Ding jetzt drin? Eh wurscht. Ja, und Trossard. Solange wir nicht Turn 1 sterben, glaube ich, sollten wir recht gut dabei sein. Eigentlich wollte ich ihm in den letzten Fight irgendwie Nana noch bringen, so. Irgendwas mit Nana, aber. Oh Gott, hier. Hat sich irgendwie nicht ergeben, leider. So, ich. Oh, wir sterben nicht hier. Alter Schwede. Deswegen attack ich nicht gerne Twins. So, wen machen wir dritten Skill? Auf wen machen wir dritten Skill, ha? Huh? Triana? Na. Lass hier auf Dings machen, hä? So, bitte sleep mich nicht, hey. Das wird übelst scheiße. Oh mein Gott, hey. Oh mein Gott, hey. Verlieren wir das jetzt wirklich noch, hey? Wieso kommt der nicht dran, hey? Wieso kann der nicht mal
irgendwas resisten, weißt? Max, ja, wir verlieren das fix hier. Wir schaffen es nicht. Ich hätte jetzt dritten, ich hätte doch dritten Skill, oder? Hallo. Gott. Tree, okay, nice Fire Proc. Komm hier. Jawohl, resisted. Hör auf. Oh ja, wie den. Aber das war schon wieder so Bullshit hier, dass wir einfach nix resisten, gell? Wirklich. So, warum? Na gut. Also der und der Candle Fight waren ein bisschen. Ein bisschen halt, ne? Hatte ich heute mal ein bisschen Glück scheinbar. Obwohl ich Bullshit finde, ja, dass. Ich meine, komm, wie viel Accuracy können die Twins haben hier? Ich meine, Skogul resistet gar nichts. Aber. Egal. 10 Wins in a row. Wunderbar. Ja, Map ist. Ja, so gut wie fast blau, ne? Also wir fahren da halt voll durch. Keine Ahnung, vielleicht bereuen wir es, aber ich glaube irgendwie nicht, ne? Ja. Farmen. Ja, absolut keine Defense Wins, aber zumindest der Wildplatz 1 hier. Gratuliere ich mir irgendwie selbst hier. Na gut, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.